Herzlich willkommen, moin moin, seid gegrüßt, neue Runde vom LS22 Wild West. Wollte gerade sagen, ne, gerade wiedergekommen, habe mich hier bewaffnet mit einer schön gefärbten Fliegenklatsche. Und jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt ist die Fliege weg, ne, aber jetzt war sie wieder da. Mal schauen, ob ich im Verlauf der heutigen Folge erledigt bekomme. Nervt auf jeden Fall das Viech. Ja, Fliegen können schon ziemlich penetrant sein, ne. Wenn die irgendwo rumsitzen würde und rumlaufen würde, klar. Okay, aber da die irgendwie hier auf dem Monitor sich dann setzt oder irgendwo rumschwirrt, weil ich immer selber gleich das Gefühl habe, dass sie irgendwo an einem selber sitzt, weil irgendwie so nach dem Motto, hm. Naja, mal sagen. Mal schauen. Mal schauen. So, was machen wir Schönes? Unsere Produktion sind soweit gut versorgt. Ich werde jetzt hier unser Dünger Silo noch mal ein bisschen weiter mit Dünger befüllen. Ich weiß gar nicht genau, was haben wir hier an Mengen drin. 30.000 Dünger und so. Tatsächlich beides gleich, fast gleich viel. Oder wir schmeißen es hier rein. Ist auch so wenig drin im Silo. In Amerika ist was los aktuell, ne? Wenn ihr die Folge auf YouTube seht, ist ja schon ein paar Tage her. Aber gerade jetzt, brandaktuell, weil das Biden keinen doch jetzt den Rückzieher gemacht hat, ist wahrscheinlich die einzig richtige Entscheidung. Wenn man tatsächlich noch einen spannenden Wahlkampf haben möchte, wobei ich weiß nicht, ob es dann auch spannend wird oder ob ne? Und Trump sowieso auf entspannt das Rennen macht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich glaube so, also das andere wäre chancenlos gewesen. Und so, wenn die jetzt einen Kandidaten haben, die noch irgendwie ein bisschen Standing hat nachher und irgendwie dann doch noch Schlagzeilen von sich macht. Mal schauen. Gut, ich lasse den erstmal so, wer weiß. Jetzt packe ich sonst alles wieder auseinander und dann brauche ich den doch wieder. Den können wir heute mal unser Hofgelände hier ein bisschen neu. Achso, das ist gerade wieder der Vogel. Vogel. Hier die Hühnerstelle aufbauen jetzt. Ich habe bei mir hier in Schleswig-Holstein zwar schon große Felder gesehen, aber kein so riesiges Feld. Es ist echt riesig, ne? Hast kurz geguckt gerade eben. Danke fürs Reinschalten fürs Video natürlich. Ich finde es auch, das Feld ist echt beeindruckend groß. Ich habe noch nicht geguckt auf Google Maps. Fliege, komm ruhig her. Ich habe hier eine Fliegenklatsche. Habe jetzt noch nicht geguckt auf Google Maps, wie viel das tatsächlich jetzt ist von einer Seite zur anderen, aber ja, irgendwo kann man ja immer Distanzen messen, ne? Ich finde das nur immer nicht bei Google Maps, wo man Distanzen messen kann. Man kann irgendwo einen Punkt setzen und irgendwo anders wieder einen Punkt und oder so und irgendwie, also jetzt nicht eine Route planen, ne, sondern wirklich eine Distanz messen. Wer von euch weiß, es war Anhieb? Erklärt das schnell in zwei Sätzen. Dann werde ich das gleich nochmal gucken, einfach nochmal, um zu wissen, ob das jetzt 500 Meter sind oder ein Kilometer oder was auch immer. Wie groß das Feld ist. Ist natürlich ein bisschen verwurschtelt, ne? Ist nicht quadratisch praktisch gut. Da wird man nicht so leicht bestimmen können, wie viel Hektar das. Da fliege. Wie viel Hektar das Feld wohl hat. So, also nochmal. Ich möchte hier Hühnerstelle reinplatzieren. Wir haben jetzt ja extra die Bäume weggemacht. Wenn dann nach vorne so ein bisschen ja, Terraform, was auch immer. Dahinter könnte man wieder Dekobäume setzen. Machen wir mal so ungefähr, ne? So, wir sind ja hier im Wild West Project. XXL 16-fach. 16 Hühnerstelle kriege ich jetzt hier nicht hin, ne? Ist klar, aber ein paar könnten das schon werden. Ich brauche auch nicht so viel Platz hier. Ja, doch, müssten 4 bis zum Wasser klappen, gerade so. Überlappt mit anderem Objekt. Da muss ich selber terraformen nachher, ne? Wahrscheinlich der Schwatt, oder?
Auf Maps, rechte Maustaste und aus dem Kontextmenü Entfernung. Ach so, dann öffnet er ein Kontextmenü. Ich gucke das mal schnell. Das Feld muss es sein. Rechte Maustaste und dann Entfernung messen. So, und da. Ach so, jetzt hat er. Ach so, von da. Okay, ist schnell, warte. Messung löschen. Und jetzt nochmal neu. Also hier rechte Maustaste und dann sage ich Entfernung messen. Und dann mache ich bis darüber. Das hat 1, also hier die lange Seite, ne? An der Straße längs sozusagen hat das Feld 1,2 Kilometer. Und in der breitesten Stelle Meter. Das ist fast ein 100 Hektar Feld. Nehmen wir mal die Ecken raus und so. Ja, das ist schon krass. Das ist auch, glaube ich, mit das Größte. Also ich kenne, also wie gesagt, ich kenne ein 60 Hektar Feld hier, was direkt bei uns in der Nähe ist. Und das wird ein 100 Hektar Feld sein. Das ist echt fast 100 Hektar groß. Krass. Überlege ich mal, was da an Raps runterkommt. Ich meine, klar, so eine Bewirtschaftung von dem Feld kostet, ne? Aber wie ich letztens schon sagte, das sind bei uns in der Regel so keine gepachteten Felder, sondern sind alles alte Gutsherren, die das Land besitzen. Seit Generationen, so nach dem Motto. Und überlege ich mal, was da runterkommt. Also 1,2 Kilometer und 900 oder so knapp in der breitesten. Natürlich kannst du das so nicht pauschal rechnen, weil da ist noch ein Hof dazwischen, da wirst du einen Hektar rausrechnen müssen und hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was. Aber das ist, glaube ich, mit das größte Feld bei uns in der Region. Das hatte ich nie so auf dem Schirm, das ist ein durchgehendes Feld. Das fällt natürlich aus der Luft auf einmal auf, denn, ne? So, genau. Tiere. Hühner. So. Jetzt geht's auch. 800.000. Ja, das sieht doch schon mal noch was aus hier, ne? Das Feld ist bei uns direkt um die Nähe, in der Nähe, ja, genau. Hier im Norden. Nicht im Osten, sondern in Schleswig-Holstein. Aber danke für den Tipp, Mordak. Hat gut geholfen. Ich wusste, dass man irgendwo Distanzen messen kann, aber ich habe immer irgendwo anders gesucht. Ich wusste nicht, dass man einfach mit rechter Maustaste und dann hast du ja einen Punkt gesetzt und dann kannst du die Distanz messen. Das ist ja echt praktisch. Alles gegen. Ja, danke. Ja, schön hier oben an der Ostsee, ne? Also, es geht hier in jetzt hier nicht so schlecht. Da wo wir andere Urlaub machen. Das sind halt aber das, also wie gesagt, das Feld fand ich schon echt beeindruckend. Ach, das weiß ich, wie weit geht denn das? Wie weit geht denn das? Und wie klein sieht denn dieser Lexion 770 aus dem Feld aus?
Aber es ist, also das ist, Feld ist vergleichbar mit dem größten auf deinem F-Marsch. Natürlich nicht so praktisch, weil es einfach nur quadratisch ist, aber es ist ja auch Richtung 100 Hektar, ne? Nordfriesland selber haben wir aber nicht so große Felder an einem Stück, weil du da ja immer mehr Bewässerung brauchst, also Entwässerung brauchst. Das hast du hier ja nicht so sehr an der Ostsee wie drüben an der Nordsee. Das ist ein anderer Schnack. Ja, genau, er ist es doch wieder. Wir nehmen den jetzt wieder raus. Vielleicht fahre ich den auch einfach zum Shop, damit wir ihn loswerden und ich nicht wieder dran denke oder ich weiß nicht. Nicht wieder den nochmal wieder einzusetzen oder so. Die wohne in Schleswig-Holstein, klar. Ostsee. Deswegen auch nordfriesische Marsch, ne? Also ursprünglich aus Nordfriesland kommen, Nordsee. Jetzt wohne ich aber mittlerweile an der Ostsee. Aber praktisch fast auf gleicher Höhe. Nur eben Ostsee. Bin ein Küstenkind. Viel mehr geht nicht, ne? Wie gesagt, die ersten, das muss ich rechnen. Wie lange wohne ich denn jetzt hier drüben an der Ostsee? 15 Jahre schon? Also habe ich 27 Jahre an der Nordsee gelebt und jetzt 15 Jahre an der Ostsee. Von daher kann ich hier auch nicht weg. Würde ich klimatechnisch gar nicht zurechtkommen. Im Süden bei euch oder so. Geht gar nicht. Bei einigen, ne? Ich halt aus dem Süden. So, kann ich den hier zurückgeben? Damit. Oh, den habe ich sogar mal gekauft. Trotzdem haben wir noch Geld verdient. Aber ich brauche das Ding nicht. Das nervt ja nur. Ist ja furchtbar. Ja, jetzt habe ich so viele Hühnerställe gebaut. Und so weiß ich noch nicht genau. Mai, Juni, ne? Im Juni dürfte Gerste erntereif sein. Das ist so in 2 Monaten. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall noch so ein bisschen das Gelände vorher gestalten. Lübeck, ja, okay. Marzipan. So, ich meine das. Das mal knallen wir hier vorne einfach mal einen ordentlichen Weg hier rein oder erst, ups, einen guten Bereich. Hier wollte ich eigentlich auch noch rumfahren können. Noch wieder ein paar Bäume zur Deko setzen eigentlich, ne? Aus Deko-Zwecken. Oh, der hat aber auch schön alle verschiedenen Größen hier zur Auswahl. Alter Schuppenrinde, Hickory. Kommen dann noch irgendwie kleine Birken oder so zwischen, um das noch ein bisschen dichter zu gestalten. Und da muss jetzt noch was Kleines zwischen, also hier Büsche zum Beispiel, die größten Büsche.
So. Ja, also da sollen ja keine Autodrive-Kurse durchlaufen eigentlich. Weil ich könnte natürlich immer hinten rausfahren lassen, ne? Das wäre natürlich auch nicht ganz verkehrt gewesen, aber ja, muss man mal gucken. Also ich muss es eh nur einmal auffüllen, futtertechnisch und so. Dann reicht es ja für ein Jahr. Immer noch besser als vorher, glaube ich. Vielleicht nicht ganz perfekt, aber ein bisschen schöner ist es so. Ja, ich meine, dieses ganze Gelände hier müsste ich jetzt eigentlich auch mal pauschal mal irgendwie anmalen. Erstmal mit einfach Gras anzumalen und dann müssen wir nochmal gucken, was man daraus macht. Das ist einmal ein bisschen zu weit reingemäht und dementsprechend habe ich den halbwegs schönen Weg hier weggemacht. Ich weiß gar nicht, was haben die denn da? Den kleinsten? Geil, ne? Man hat so einen kleinen Punkt aktiviert. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das im 25er wird, liebe Leute. Man kann im Sommer ja ein bisschen finigraner malen können. Dann wäre das schon eine dicke Linie hier. Also bin ich ja doch ein bisschen vom Kurs abgekommen. Glaube ich, erst Gras malen sollen. Ja, nicht schön, aber selten, oder wie? Das ist schön. Hier ist ein blöder Knicker auch reingekommen. Guten Abend. Guten Abend. So, was wir damit machen, weiß ich nicht. Ich könnte natürlich hier noch einen Hühnerstall hin platzieren. Wir haben noch irgendwie ein bisschen Geld. Alle guten Dinge sind 5. Oder irgendwas anderes. Aber Schweine würde natürlich auch passen, weil es von der Optik her passen würde. Zwei Stück. Ja, wäre schon nice. Das mache ich einfach. Passt nicht. Noch mal gucken, Futter und so ist ja alles da.
Da wäre ich dann natürlich auch hinfällig. Also schon ein bisschen Platz lassen, damit ich da auch anliefern kann, Schweine und so. Hier muss ja auch noch irgendwie ein großer Misthaufen hin, der das im besten Fall alles connected, ne? Ich glaube, ich würde es aber trotzdem eher so machen. Ist natürlich jetzt noch ein Baum im Weg, der muss noch weg. Und da ist ja auch noch irgendwie so noch so ein Objekt oder Zaun oder ich weiß nicht genau. Auch noch im Weg. Und da muss ich tatsächlich Geld verdienen, damit wir Tiere kaufen können, ne? Aber das sieht doch nach Industrie hier aus. Das passt doch zum American Style. Ja, zeittechnisch auch schon gleich drüber. Und gut, ich habe das hier noch so gelassen, liebe Leute. Das machen wir in der nächsten Folge dann fertig. Aber das jetzt erstmal überwiegend Hühner. Beim nächsten Mal die Schweine und dann müssen wir ja gucken. Schweinefutter und so weiter. Wir haben natürlich die Futterfabrik. Aber ich will jetzt nicht big ins Schweinefutter-Produktionsbusiness noch einsteigen. Wir gucken mal, das kaufen wir sonst ein oder was auch immer, ne? Das ist ja auch eher mehr hier just for fun. Um mal zu gucken, was kann man hier noch so optisch rausholen. Und das sieht natürlich schon dann irgendwo nach Massentierhaltung aus. Wobei, ich hätte auch wahrscheinlich nur bei Hühnern bleiben können, oder? Na egal. Große Fahrzeughaltung, das große Silo. Ja, das passt hier dann wahrscheinlich nicht mehr hin, ne? Platztechnisch. Mal gucken. In der nächsten Folge. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss, tschüss.